Sie opfern ihren Göttern, heute noch wie vor 4000 Jahren. Sie leben als heilige Männer in Armut und Entsagung. Sie suchen den Weg zur Erlösung, ein jeder auf seine Weise. Sie wählen den harten Weg der Buße und kasteien ihre Körper. Sie weihen ihr Leben dem Gott der Asketen, Shiva, dem Zerstörer und Neuschöpfer, der die Welt erhält, solange er tanzt. Shiva, dem höchsten aller Götter. Der Inder Natarajan unterwegs auf Pilgerreise. Er ist ein Sadhu, ein heiliger Wanderasket. So wie er ziehen Tausende durch Indien, von Norden nach Süden, von Osten nach Westen, zu den heiligen Plätzen und Tempeln. Sie folgen den Gesetzen des Hinduismus. Dieser Glaube verlangt Armut und Entsagung vom Menschen im letzten Abschnitt seines Lebens. Im Tempel kommen die Gläubigen ihrem Gott nahe. Hier sind sie aufgehoben, die Grenzen zwischen Irdischem und Göttlichem. Wie 200 Millionen Inder, so ist auch Sadhu Natarajan ein Anhänger des Gottes Shiva. Die meisten Gläubigen gehen mindestens einmal am Tag in den Tempel zum Beten. Die Sadhus führen ein Leben in Armut, denn außer dem, was sie am Leib tragen, besitzen sie nichts. Wer nimmt, der muss auch geben. Das ist eine Grundregel der Hindus. So empfangen sie den Segen der Gottheit und bringen dafür Früchte, Geldgeschenke und Blumen. Spenden, die auch an heilige Männer verteilt werden. Und so zeigt sich das andere Gesicht dieser Religion. In wilden rituellen Tänzen, nach alter Überlieferung. In religiöser Ekstase, die für uns Europäer nur schwer zu verstehen ist. Menschen, die sich in Trance bringen, in einen Zustand, der sie unempfindlich macht gegen Schmerzen. Ist das nun eine Form von Gottesdienst oder religiöser Wahn? Warum nehmen Menschen eine solche Selbstpeinigung auf sich? Warum legen die meisten Hindus ihre ganze Hoffnung nicht in dieses, sondern in ein nächstes Leben? Warum nehmen sie ihre Existenz so hin, wie sie ist und ohne zu klagen? Weil jedes Leben vorbestimmt ist von Dharma und Karma. Karma ist die Frucht der eigenen Taten, denen keiner entrinnen kann. Und Dharma, das sind Rechtschaffenheit, Pflicht und Moral. Sie beeinflussen die späteren Leben, denn nach dem Tod muss die Seele so lange in anderen Körpern wiedergeboren werden, bis sie, rein und frei von allen Begierden, endlich erlöst ist. Jeder Hindu wird zudem noch hineingeboren in eine Kaste, in eine soziale Rangordnung mit strengen Regeln. Brahmanenpilger in Benares, der heiligen Stadt am Ganges. Auch für sie, die der höchsten Kaste angehören, kann das Leben nur Durchgangsstadium sein. Auch sie suchen Erlösung. Denn Erlösung ist unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Kaste. Sie segnen Speisen und Blumen, Gaben für den heiligen Fluss. Denn mindestens einmal im Leben soll jeder Brahmane dem Ganges ein Opfer bringen. Hier wird Brennmaterial aus Kudung hergestellt. Eine Arbeit für Frauen und Kinder der unteren Kasten.
Frauen können durch Heirat während dieses Lebens in eine höhere Kaste aufsteigen. Männern aber bietet nur der Tod die Chance, diese gesellschaftlichen Schranken zu überwinden. Ihnen bleibt nur die Hoffnung, wiedergeboren zu werden in ein besseres Leben. Und es bleibt der Wunsch, den Kreislauf der Wiedergeburten bald zu vollenden. Sadhu Natarajan tut schon in diesem Leben mehr als andere für seine Erlösung. Vor 30 Jahren, nach dem Tod seiner Frau, zog er das orangefarbene Kleid der Wanderasketen an. Seitdem darf er nichts mehr besitzen, keine Wohnung haben, nur einmal am Tag essen und muss streng enthaltsam leben. Andere spenden ihm Nahrung und hier und da ein paar Münzen. So lebt er in freiwilliger Armut. Ein karges Dasein, das der ehemalige Schreiner aus der Kaste der Handwerker in seinem letzten Lebensabschnitt fristet. Das hinduistische Weltengesetz teilt jedes Leben in vier Stufen ein. In der ersten lernt der Jüngling als Schüler seines Guru. In der zweiten heiratet er, gründet eine Familie und erfüllt seine Pflichten in der Gesellschaft. Aber erst wenn die Kinder großgezogen sind und die Familie versorgt ist, erst dann darf sich der Mann ganz um seine Erlösung bemühen. So zieht er sich im dritten Lebensabschnitt von der Gesellschaft zurück, lebt als Einsiedler, versunken in Meditation. Alles, was er erworben hat, muss er zurücklassen. Vorbereitung auf die letzte, die vierte Stufe. Das Leben eines Wanderasketen und Heiligen, das die Zahl der Wiedergeburten verringern soll. Nur wenige Hindus fühlen sich berufen zu diesem Weg. Schon in jungen Jahren kann man sich darauf vorbereiten. Jeder muss lernen, zuerst seinen Körper zu beherrschen. Yoga, eine Vorstufe zur Meditation, eine religiöse Übung, im Gegensatz zur westlichen Yoga-Auffassung. Denn nur wer gelernt hat, den Körper völlig zu kontrollieren und all seine Begierden auszuschalten, nur der kommt seinem Ziel der Erlösung näher. Viele Asketen beherrschen die schwierigsten Yoga-Positionen, die manchmal mit Legenden verknüpft sind. Eine Geschichte erzählt von Hanuman, dem mythischen Affengott. Hanuman besaß übermenschliche Kräfte. Er konnte Bäume entwurzeln, durch die Luft fliegen und trug sogar einen Berg vom Himalaya nach Ceylon. Symbolisch lebt diese Legende weiter und wird zur Bußübung. Der Asket hängt eine Tuchschlaufe über seinen Penis und zieht so einen zentnerschweren Stein hoch. Ein geheiligter Kraftakt zu Ehren des Affengottes. Heilige Männer, die sich nur der Meditation hingeben, lehnen solche Übungen ab, weil der Mensch, so sagen sie, auf diese Weise nie über seinen Körper hinauswächst. Dennoch, Indien ist in Europa gerade für solche Schaustücke berühmt. Von Fakiren auf dem Nagelbett hat hierzulande schon jedes Kind gehört. Das Nagelbett erinnert an den Helden Bhisma. Der fiel während eines Kampfes von Hunderten von Pfeilen getroffen von seinem Wagen. Aber die Pfeile fingen ihn auf und bildeten ein Ruhebett aus Eisenspitzen. Dieser Asket betet am Grab seines Guru. Er hat ein Gelübde abgelegt. Er will sein Leben so lange im Stehen verbringen, bis ihm sein verstorbener Lehrer im Traum befiehlt, diese Übung zu beenden. Darauf wartet er jetzt schon über 4 Jahre. Niemals hat er sich seitdem hingelegt, auch nachts nicht. Die Ruhepausen verbringt er auf eine Schaukel gestützt. Mitten in der Metropole Neu-Delhi entdecken wir noch einen zweiten Steher. Wie er uns erzählt, hält er das schon 13 Jahre so aus. Wie lange noch,
Er weiß es nicht. Manche stehen sogar nur auf einem Bein, viele Stunden oder Tage. Unbeweglich wie ein Baum zu verharren, in dessen Zweigen die Vögel nisten. So schreiben alte Bücher diese Übung vor. Ein steinernes Dokument, mehr als 1200 Jahre alt, beweist die lange Tradition der Steher in Indien. Es zeigt aber auch, dass Asketen nicht immer ganz ernst genommen werden, denn hier äfft ein Kater den Menschen nach. Sogar die Mäuse halten ihn für einen Heiligen. So haben es die Künstler auf dem größten Relief der Welt in Mahabalipuram festgehalten. Auf 32 Metern Länge sind mythologische Darstellungen um Shiva, den Gott der Asketen, in die Felswand gemeißelt. Der Weg zur Erlösung. Oft ist er auch nur Schau und eine gute Einnahmequelle. So legt sich dieser Mann, der sich selbst auch noch Yogi nennt, nur dann auf sein Dornenbett, wenn jemand zahlt. Schon sein Großvater und auch sein Vater haben auf diese Weise gut verdient. 50 Mark verlangt er dafür. Das ist mehr als die Hälfte eines durchschnittlichen Monatslohns. Indien, das Land mit dem Hang zur Magie, zur Zauberei, zum Okkulten, hat schon immer neben großen Heiligen mit übernatürlichen Kräften auch Scharlatane und Blender hervorgebracht. Dieser hat sich immerhin mit heiliger Asche eingerieben, um den Anschein eines echten Asketen zu erwecken. Und er hat seinen Körper so weit unter Kontrolle, dass die spitzen Dornen keine blutigen Verletzungen hinterlassen. Mustafa, der Magier, wirkt einen Stein hoch, einen echten. Er verdient sein Geld als Zauberkünstler. Ebenso Hassan. Er kann über 50 lange, rostige Nägel in seinem Hals verstecken, um sie dann während der Vorstellung wieder herauszuwürgen. Eine ehrliche Schau, ohne den Anspruch von Heiligkeit. Wir wollten hinter seinen Trick kommen und fuhren mit ihm zu einem Röntgenarzt. Zum ersten Mal stellt er sich modernen Untersuchungsmethoden, Zauberkunst, auf den Prüfstand. Das Röntgenbild zeigt deutlich, Hassan hat die Nägel wirklich in seinem Hals, als Bündel im Rachenraum gelagert. Unser Wanderasket, der Sadhu Natarajan, hat für solche Übungen nichts übrig. Die unterhaltsame Zeit seines Lebens liegt längst hinter ihm. Jetzt, im Alter von über 60 Jahren, träumt er nur noch von einem Ziel, den heiligen Städten am Ganges. Nirgendwo in Indien wird der Kreislauf des Lebens, das Streben nach Erlösung, so anschaulich wie an diesem Fluss, der als Göttin Ganga verehrt wird. Der Legende nach ist er im Himmel entsprungen und aus Shivas Haaren auf die dürstende Erde geflossen, um Leben zu spenden und die Toten zu reinigen. In Wirklichkeit entsteht der Ganges in den Ausläufern des Himalaya. Gleich nach der Vereinigung seiner beiden Quellflüsse wird er zur Schlagader für die Gläubigen. Viele Inder kommen zum Sterben in die heilige Stadt Benares. Bittgesänge begleiten die Toten auf ihrem letzten Weg. Vor der Verbrennung ein letztes Bad im Fluss. Ein Bad, das von allen Sünden reinigt.
Hier gehen die Feuer selten aus. Ein Leben hat sich vollendet. Ob die Seele in einem anderen Körper wiedergeboren werden muss oder bereits erlöst ist, darüber entscheiden die Götter. Die Asche der Toten wird dem Fluss übergeben. Alle Körper lösen sich am Ende in ihre Elemente auf. Durch Feuer und Wasser werden sie gereinigt. Täglich kommen auch Hunderte von Pilgern nach Benares, denn wenigstens einmal im Leben sollte jeder Hindu hier gewesen sein. Das heilige Wasser des Ganges zu trinken, reinigt den Körper und befreit von Sünden. Kleine Schritte zur Erlösung. Die Wallfahrer nehmen das Wasser aus dem Fluss in Fläschchen mit nach Hause. Für Kranke und für jene Menschen, die nicht am Ganges sterben und verbrannt werden können. In farbenprächtigen Prozessionen kehren die Pilger in ihre Dörfer zurück. Der Ganges ist auch Mittelpunkt des Alltags. Man trifft sich an den öffentlichen Badeplätzen. Morgentoilette, dicht an dicht. Hier wird alles gereinigt, Körper, Haare und Wäsche. Dazwischen immer wieder intensive Gebete an die aufgehende Sonne und den großen Gott Shiva. Auf dem Berg Kailash im Himalaya wohnt er. Wer an ihn, den Höchsten, glaubt, überwindet den Tod. Es gibt keinen anderen Weg zur Erlösung. So verkünden die alten Schriften: Ich bin der Ursprung der Welt und ihre Auflösung. Ich bin das Leben in allen Wesen und die Askese in den Asketen. Ich bin die Unsterblichkeit und der Tod. Ich bin sowohl Sein als auch Nichtsein. Gigantische Tempel hat man diesem Gott gebaut. Wer nicht nach Tibet zum Kailash pilgern konnte, für den haben Menschen vor mehr als 1000 Jahren das Paradies Shivas in einem Fels verewigt, in Ellora, nordöstlich von Bombay. Über 200.000 Tonnen Gestein mussten aus dem Berg herausgeschlagen werden, bis der Tempel aus einem Stück gehauen war, wie eine Skulptur. Der Dreizack, ein Symbol Shivas, das Symbol der Zerstörung. Die Anhänger des Gottes führen seine Zeichen oft mit sich. Den Dreizack kennt man am längsten. Schon um 200 vor Christus gab es Darstellungen auf Münzen und Tonmodeln. Shiva ist aber auch Musikant und Tänzer. Trommel und Muschelhorn begleiten ihn. Muschelhornblasen ist heute noch verbreitet unter Shiva-Verehrern, getreu den jahrhundertealten steinernen Vorbildern. Shiva als Schöpfer der Welt. Im Lingam, dem phallischen Symbol, offenbart sich die Zeugungskraft des Gottes. Lingam und Yoni, das männliche und weibliche Geschlecht, sind die Pole der Welt. Hier schließt sich der Kreis der Schöpfung. Die Tempel von Khajuraho. In den Dachformen nachgebildet, die Gipfelkette des Himalaya, die Wohnung der Götter. An den Tempelfassaden deftige Erotik, die göttlichen Sinnesfreuden. Ein Symbol für Fruchtbarkeit und Leben auf der Erde. Aber nur wer auch lernt zu entsagen, seine körperlichen Begierden zu überwinden, kann aus der Kette der Wiedergeburten erlöst werden. Die Menschen verehren den Phallus des Gottes Shiva, denn er ist es, der die Welt erschafft, erhält, aber auch vernichtet. Sie opfern ihm Blumen und heiliges Wasser. Sie bitten um Fruchtbarkeit, um viele Kinder. Denn nur an den Nachkommen kann sich der Sterbliche verewigen.
Morgen Audienz in Whitefield, einem Vorort von Bangalore, bei Satya Sai Baba, dem populärsten Heiligen Indiens. Ein Scharlatan mit gut gemachten Tricks? Oder Mensch gewordener Gott, für den viele ihn halten? Ein Erlöster auf Erden? Er selbst sieht sich als Wiedergeburt des Gottes Krishna. Mit dessen Abbild lässt er sich gern auf Postkarten darstellen, die vor seinem Ashram verkauft werden. Sai Baba predigt Liebe, die Aufhebung aller Kasten, die Einheit aller Religionen. Seine Lehre ist eine Mischung aus Hinduismus und Christentum. Seine Anhänger kommen aus der ganzen Welt und zählen Millionen. Jeder hofft, Sai Baba nahe zu kommen, ihm vielleicht einen Bittbrief geben zu können. Der 62-Jährige soll übernatürliche Kräfte haben. Heilen, hellsehen, materialisieren, das heißt Gegenstände aus dem Nichts entstehen lassen. Der Katalog seiner Wunder ist lang. Wir durften nur das Materialisieren von Vibhuti, von heiliger Asche, filmen. Ein leichtes Rühren im Nichts, eine Drehbewegung seiner Hand, dann streut er die Asche aus. Woher kommt das weiße Pulver? Schon viele Wissenschaftler wollten Sai Baba unter Laborbedingungen testen. Er lehnt es ab. Ich gebrauche meine Kräfte nur zum Wohl meiner Anhänger, sagt er. Das Materialisiere noch einmal in Zeitlupe. Einen Trick konnte dem Heiligen bislang keiner nachweisen. Ein weiteres Aschewunder. Das Jugendporträt von Sai Baba ist fingerdick mit Vibhuti bedeckt. Angeblich vermehrt sich die Asche ständig von selbst. Wir konnten das nicht feststellen, haben aber beide Aschesorten untersuchen lassen. Um festzustellen, worum es sich bei dem grauen und dem weißen Pulver handelt, heizen wir zunächst das graue Pulver auf 900 Grad Celsius auf. Dabei bilden sich aus den kleinen Kristallen größere, die wir mit der Röntgenapparatur untersuchen können. Die untere Kurve zeigt unsere Probe und die obere die Kieselsäure. Das weiße und das graue Pulver ist größtenteils kristalline Kieselsäure. Bergkristall zum Beispiel ist kristalline Kieselsäure in sehr reiner Form. Kieselsäure kommt im menschlichen Körper nur in ganz geringen Mengen vor. Die chemische Zusammensetzung dieses Pulvers entspricht der von Diatomeenerde, die auf der Welt in großen Mengen vorkommt. Aus seinem Körper heraus kann Sai Baba das Pulver also nicht produziert haben. Schwer vorstellbar, dass er die Asche irgendwo versteckt hat, bevor er sie ausstreut. Manchmal lässt er Vibhuti auch aus Gefäßen rieseln, dann allerdings in Mengen, die nach den Naturgesetzen niemals in solchen Krügen Platz haben können. Ich denke einfach nur an die Dinge, plötzlich sind sie da, sagt der Heilige. Süßigkeiten, Essen, Früchte, sogar Schmuck. Er soll alles materialisieren können. Für mich als Sannyasin, als einer, der im Stadium der Entsagung lebt, ist das alles nur Zauber. Der einzige Weg zu Gott führt ausschließlich über Meditation und Gebet. Wer Gott wirklich sucht, braucht keine Schau. Unsere größten Heiligen leben in völliger Einsamkeit. Manche haben übernatürliche Kräfte, die sie aber niemals einem anderen Menschen zeigen würden. Sie praktizieren Yoga und Meditation nur für sich und ihre Erlösung. Wir haben nach solchen Einsiedlern gesucht, überall in Indien. Es war äußerst schwierig. Diese Männer leben wirklich fernab jeder Zivilisation. Kein Außenseiter findet Zugang zu ihnen. So haben wir schließlich nur durch Zufall einen getroffen. Im Himalaya, kurz vor der Grenze zu Tibet. Barfuß steht er im Schnee und betet zur Sonne, zum Sonnengott Surya. Die Verehrung von Naturgottheiten gehört zu den frühesten indischen Kulten.
Überall hin deine Blicke richtend, steigst du empor, segensreicher Sonnengott, der du alle Menschen erhältst. Mit solchen Hymnen wurde Surya schon in alter Zeit gepriesen. Einsiedler sind eine Ausnahme, auch bei den Hindus. Das Volk dagegen feiert seine Götter im Tempel und richtet ihnen mindestens einmal jährlich ein Fest aus. Die Prozessionen dauern oft mehrere Tage. Man opfert den Göttern, auch mit außergewöhnlichen Übungen der Schmerzbeherrschung, die von Ort zu Ort verschieden sind. Dieser junge Hindu hat sich die Kokosnüsse, die er seinem Gott im Tempel darbringen will, mit Haken in die Haut gehängt. Über und über ist er mit heiliger Asche bemalt. Er kasteit sich noch zusätzlich mit einem Spieß durch die Zunge. Die Zunge blutet nicht etwa. Er hat Betel gekaut, das leichte Rauschmittel der Inder. Als Dank für seine Spenden reicht ihm der Priester Licht und Asche zur Erleuchtung und Reinigung. Den Spieß trägt der Hindu nur bei besonderen Festen, dann aber mehrere Tage lang, ohne Unterbrechung. Hier demonstriert er noch einmal, dass die Zunge wirklich durchbohrt wird. Wir sind im Süden Indiens und erleben ein Massenopfer für Kali, ähnlich wie Shiva, Fruchtbarkeits- und Todesgöttin zugleich. Zu Beginn der Zeremonie wird das verhüllte Kultbild der Gottheit um das Heiligtum getragen. Schon Wochen vorher wurden junge Männer auserwählt, als Überbringer des Dankes. In diesem Jahr sind es 66. 7 Tage vor dem Fest erscheinen sie im Tempel, den sie bis zu dem großen Ereignis nicht mehr verlassen dürfen. Mit Yoga und streng vegetarischer Kost bereiten sie sich vor. Der Priester segnet sie. In stundenlangem Ritual werden sie geschminkt. Dann reibt man sie mit einer Paste aus Sandelholz ein und schmückt sie mit Blumen. Aber erst nach Einbruch der Dunkelheit bringen sie sich Kali als Opfer dar. Ein Brauch, der erst in jüngster Zeit seine Schrecken verloren hat. Denn heute wird dabei jedem nur noch für einen Augenblick ein Haken in den Rücken gestochen. Bis vor kurzem hingen die Männer tatsächlich noch an solchen Haken. Man bohrte ihnen mehrere an Beinen und Rücken durch Haut und Muskeln. Den Körper hielten nur 3 Gurte im Gleichgewicht. Eltern legen diesen schwebenden Männern für einige Minuten ihr Kind in den Arm und bedanken sich so bei Kali für die ihnen erwiesene Gnade. Kalis Opfer bluten nicht und zeigen keine Schmerzreaktion. Im modernen Indien werden solche Praktiken nicht mehr gern gesehen. Man will sie sogar gesetzlich verbieten. Deshalb werden die Auserwählten heute fast überall nur noch mit Seilen am Tempelwagen festgebunden. Aber die Eltern legen ihnen nach wie vor ihre Kinder in den Arm. Gemeinsam zieht man sie hoch und fährt sie einmal um den Tempelbezirk. Ein Dank an Kali für den Kindersegen.
Die Stadtfestung von Agra, eine der imposantesten Anlagen der islamischen Epoche Indiens. Von hier aus beherrschte im 16. Jahrhundert der Mogulkaiser Akbar das Land. Berühmt wurde Agra durch ein Grabmal, das einer der Nachkommen Akbars für seine Gattin errichten ließ und das zum Kleinod Indiens geworden ist, das Taj Mahal. Jahrhundertelang haben einige der Mogulherrscher versucht, bei den Hindus den Islam durchzusetzen, ohne Erfolg. Vielmehr schlichen sich wesentliche Praktiken des Hinduismus in die Lehre des Propheten ein. So gibt es heute in Indien auch islamische Fakire, die Sufis. Sie setzen die Tradition ihrer frühen Missionsorden, der Derwische, fort. Ihre Übungen führen sie nur an bestimmten Feiertagen und nach wochenlangem Fasten aus. Viele Monate mussten wir verhandeln, erst dann durften wir ihre heilige Zeremonie filmen. An einem ganz bestimmten Tag, den ihr Meister festgelegt hatte. Sie sahen das als religiösen Akt und haben deshalb auch kein Geld dafür genommen. Nachdem sie ihre Spieße sorgfältig bereitgelegt haben, tanzen sie sich allmählich in Trance. Unter der Aufsicht ihres Meisters erreichen sie einen Zustand, der sie keine Schmerzen mehr empfinden lässt. Insgesamt 13 Spieße werden diesem Mann durch die Haut gestochen. Für den Fakir noch die leichteste Form der Prüfung. Der Rhythmus der Musik hat ihn zu höchster Konzentration getragen. Gemäß der Lehre, lass deinen Geist durch die Buchstaben des Wortes Allah wandern, dann wirst du im leuchtenden Ring des letzten Buchstabens in vollkommener Seligkeit ruhen. So werden sie eins mit dem Inhalt ihrer heiligen Schrift, dem Koran, losgelöst von allen körperlichen Empfindungen. Ungefähr eine halbe Stunde verharrt der Fakir in dieser Position. Nur ein Tuch schützt ihn vor der sengenden Sonne. Dann werden die Spieße wieder herausgezogen. Ein kurzer Druck auf die Einstichstellen. Wenig später sieht der Körper wieder völlig unversehrt aus. Es ist kein Blut geflossen. Wir haben uns mit eigenen Augen überzeugt. Ungeheuer stark müssen Kraft, Konzentration und Glaube eines Menschen sein, etwas zu vollbringen, das allen medizinischen Erkenntnissen widerspricht. Nur ein fortgeschrittener Fakir kommt zu einer solchen Leistung. Er hat sich mit seinem Spieß nicht nur die Zunge, sondern den ganzen Mundboden durchstoßen, eine der empfindlichsten Stellen im Kopfbereich. Umso erstaunlicher, dass auch hier kein Blut fließt. Denn gerade der Mundboden müsste nach Aussagen von Ärzten beim Durchstoßen extrem stark bluten. Diesmal legt der Ordensmeister dem Schüler nur die Finger in den Mund und verschließt so die Wunde. Schmerzforscher haben untersucht, was hier vor sich geht. Wir haben uns einen Fakir, einen sogenannten Schmerzkünstler, ins Labor geholt, um zu untersuchen und zu beobachten, wie ein Mensch mit starken Schmerzen umgeht.
Gleichzeitig hat uns interessiert, was im Körper, vor allen Dingen im Gehirn, passiert während starker Schmerzzustände. Der Phage durchsticht sich und erleidet dabei sehr starke Schmerzen. Die Schmerzen liegen über der Schmerzschwelle, sogar über der Schmerztoleranz. Und normalerweise kann man derartige Schmerzen gar nicht aushalten. Wir haben gleichzeitig die Hirnstromwellen abgeleitet. Diese Hirnstromwellen weisen darauf hin, dass sich dieser Phag hier ganz kurzfristig nur zum Augenblick der Schmerzkontrolle in einen Trancezustand versetzen kann. Ein typisches Hirnstrombild von dem Phag hier, das kann man so sehen, dass während der starken Schmerzen ein Teil im Gehirn sich in einem Schlafzustand befindet und andere Teile sehr wach sind. Mit diesem schlafenden Gehirn kann der Phag ja gut seine Schmerzen bewältigen. Schmerzbewältigung in höchster Perfektion. Zunächst sieht es so aus, als würde der Ordensmeister nur dem Beispiel seines Schülers folgen und sich die Zunge durchstechen. Aber warum hat man ihm dann einen Schal umgelegt und hält ihn damit fest? Das, was er jetzt macht, hat uns völlig überrascht. Der Meister schneidet sich ein Stück der Zunge ab und setzt es kurz darauf wieder an. Dass die Schüler ihren Meister schon deshalb mit dem Tuch festhalten müssen, damit er im Zustand der äußersten Ekstase nicht vornüberkippt. Außerdem, so sagt man uns später, muss er davor geschützt werden, versehentlich einen von uns Ungläubigen zu berühren. Denn dann wäre er nicht mehr in der Lage gewesen, die Zunge wieder zusammenzufügen. Die Zeitlupe zeigt noch einmal deutlich vier wichtige Dinge. Erstens, zweifellos hat sich der Mann ein Stück der Zunge abgeschnitten. Zweitens, dass der Stummel an den Seiten ausgefranst erscheint, gerade das könnte nach Meinung von Ärzten der Beweis dafür sein, dass ein lebendes Organ durchtrennt wurde. Denn die Zunge ist ein stark durchbluteter Muskel. Sie verformt sich nach dem Abschneiden besonders in der Mitte und zieht sich dort mehr als an den Rändern zurück. Drittens, auch hier fließt bei der ganzen Aktion kein Tropfen Blut. Und viertens, man sieht ebenso zweifellos, die Zunge ist wieder angefügt und voll beweglich. Medizinisch kann man den Vorgang nicht erklären. Vermutlich müssen wir es als vollendeten geistig-meditativen Kraftakt verstehen. Eine Vollendung, nach der auch die Hindus streben, in ihrem lebenslangen Bemühen, der Erlösung ein Stück näher zu kommen. Nur in einem Land, in dem Millionen in Elend und Armut existieren müssen, kann der Glaube an Erlösung in diesem Maße faszinieren und solche extremen Formen zeigen. Wer es trotz aller Bemühungen nicht schafft, darf wenigstens auf ein besseres Los im nächsten Leben hoffen. Dann muss er so lange wiedergeboren werden, bis sich die Einzelseele vereint mit der Allseele. So wie sich ein Wassertropfen auflöst im See.
Wie unermesslich lange das dauern kann, davon erzählt eine Legende. Einem heiligen Mann, der schon jahrzehntelang in strenger Askese und Meditation zugebracht hatte, erschien Narada, der Seher der Götter. Du hast einen Wunsch frei, sagte Narada zu ihm. Dann wüsste ich gerne, wie viele Leben ich noch auf diese Weise zubringen muss. Und der Heilige bekam zur Antwort: Sieh die Blätter dieses Baumes. Erst wenn du so viele Leben in Askese verbracht hast, wie der Baum Blätter hat, erst dann wirst du Erlösung erlangen. Da begann der heilige Mann vor Freude zu tanzen und rief: Was? Nur noch so wenige.